Mitglied. Tassilo, du böses Biest, kommst du endlich her? Tassilo. Ja, komm ruhig rein. Ich bin schon lange wach. Guten Morgen. Morgen. Oh, das ist ja super. Andi, du bist mein bestes Stück. Ich muss dir schließlich den Mann ersetzen. Er fehlt mir schon wirklich sehr, du Gütersloh. Wie das schon klingt, oder? Noch 2 Tage. Dann komm, mein Schatz. Hm? Also, Schnuppe. Bestie, eine brutale Bestie. Was sag mal, wie kommt denn Tassilo hierher? Tja, das frage ich dich. Mich? Mietz. Da ist er ja, mein kleiner Racker. Na, wo war er denn? Hinter meiner Gardine, Herr Meisel. Sie, Ihr Kater hat heute Nacht auf meinem Bett geschlafen. Hinter meiner Gardine, Mutter. Auf meinem Bett, Hannelore. Donnerwetter. Dieser Wüstling. Verzeihung, nee, Frau. Bitte sorgen Sie in Zukunft dafür, dass dieser Rumtreiber ausschließlich in Ihrem Bett schläft und sie nicht in meinem breit macht. Ich verspreche es. Sag mal, wieso geht Oma eigentlich auch schon in aller Herbertsfrühe aus dem Haus? Hast du irgendeine Ahnung? Sie geht arbeiten. Moment, bleib mal stehen. Mami, ich bin spät dran. Wieso weißt du etwas, was ich nicht weiß? Oma hat ihr ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Also, ich meine, sie war nie berufstätig. Sie jobbt. Tja, aber was? Sie kann doch nicht. Doch, sie kann Französisch. La moderne et le nouveau design est très rare à Berlin. Mais l'extravagance, design seulement dans la galerie, Dr. Gürtler. Oh là là, quelle surprise! Et madame et monsieur, vous trouvez le meilleur dîner au lunch à la brasserie de Harmonie. C'est ma recommandation privée. Allons, enfants, auf zur Harmonie. Oui, on n'est pas tout trop serré. Je crois que ça ira, là. Wiedersehen. Ah, ist das schön. Ich habe meine Füße überhaupt nicht gespürt. Wo ist denn mein Stock? Hast du meinen Stock gesehen? Ja, Conny, hier ist dein Stock. Oh, danke schön. Selbst die Koteletts und die Buletten von vorgestern sind weg. Na bitte, ein lohnendes Geschäft, oder? Wie gut, dass du mich angerufen hast. Na, allein hättest du das nicht geschafft. Dieser Gast hier hat für 24,60 Mark verzehrt. Hatte allerdings einen außergewöhnlichen Durst. Ah ja, das gute deutsche Bier. Warum mische ich mich auch in deine Angelegenheiten, Mutter? Ich weiß ganz genau, was du jetzt sagen willst, Hannelore. Es kam alles so überraschend. Du warst nicht darauf vorbereitet. Du bist eben eine Frau, die nicht improvisieren kann. Der Januku, bei dir muss immer alles seine Ordnung haben. Auch bei deinem Herrn Bundeskanzler muss immer alles seine Ordnung haben, Mutter. Drei Bier, 3 Buletten. Buletten sind aus. 3 Soleier. Soleier sind alle. Kotelett. Vielleicht saure Jorgen? Ja, die sind da. Also 3 Bier, ja? Dicke Luft. Sonst ist die so nett. Familiäre Probleme. 47,90 für eine Tour. Und ich mache 2 Touren am Tag. Ach, wie schön. 3-mal in der Woche. So. Und dazu kommen dann noch die Trinkgelder. Natürlich.
Hannelore, du bist ja nur so ungehalten, weil ich es hinter deinem Rücken gemacht habe. Aber Andi hat's gewusst. Aber Mutter, sonst sprechen wir immer über alles. Entschuldige, Hannelore, aber du bist doch kaum mehr zu Hause. Du schläfst doch viel zu wenig. Fühlst du dich denn überhaupt gut? Mir fehlt nichts. Mein Sohn fehlt dir. Ja, das ist wohl wahr, Mutter. Aber auch der Herr Bundeskanzler ist oft von seiner Frau getrennt. Oh, sollte doch ein Scherz sein. Warum muss dieser Mensch ausgerechnet in Gütersloh seine Karriere machen? Herr Wiechert! Ach, Frau Wichert, ja. Ja, einen Augenblick, ich übergebe an Herrn Gemahl. Hallo, Schnuppe. Was? Och, na ja, ganz gut. Ich glaube, ich meine, ich sei ein bisschen blass um die Nase. Ja, du, das wäre schön. Wie bitte? Ja, natürlich kann Mutter Französisch. Die hat mal nach dem Krieg in einem französischen Offizierscasino gearbeitet. Ja, da staunst du, was? Na, tschüss denn. Sagen Sie mal, waren Sie schon mal in Wannsee? Nein. Aber dafür kann ich LKW fahren. Ah, bleiben Sie nur sitzen. Ist unser Wunderkind da? Herr Direktor Wichert fühlte sich nicht. Und da ist er nach Berlin gefahren. Er ist krank. Aber er hat Ihnen dieses Memorandum hinterlassen. Seit Tagen schon fühlt sich Herr Direktor Wichert. Liebes Fräulein Glaubrecht, Herr Wichert ist effektiv für drei. Wo andere meterlange Memoranden schreiben, telefoniert er 2 Minuten. Mir ist er glücklich in Berlin lieber als miesepetrig hier. Danke, Herr Doktor. Sind wir schon so lange in Berlin? Erst zweimal mit dem Dampfer auf dem Wannsee gefahren. Schön, nicht? Schön ist, dass du hier bist. Ich musste einfach kommen. Schön. Sag mal, wann legen wir denn an? Oh, erst in einer Stunde. Gib's doch zu, Schatz. Du willst noch zu deinem Heinz und zu Tänzer. Ach, na ja, weißt du, also nicht unbedingt, also heute nicht. Doch, 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 du fährst doch in deine alte Firma. Hm? Na schön. Ah, heute ganz besonders gute Stimmung, Herr Direkt. Herr Wiechert. Eberhard? Hey! Das Dreckding? Erst die Poliererei, die Montage? Schrott! Heinz! Hallo, Chef. Na? Ja, ich weiß schon, die Oberfläche vom Senatorprogramm. Was ist denn mit der Poliererei los? Sie sehen noch nichts. Und? Was machst du dagegen? Ich beschwere mich, ich schreie, ich tobe. Alles, was Sie wollen, Chef. So wie Sie früher. Im Stritzigen. Neuerdings polieren wir außer Haus, im Lohnauftrag. Was? Wer hat denn das angeordnet? Tänztag? Heinz! Ich soll den Quatsch angeordnet haben? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Dafür wird Käthes Küche aber nunmehr im eigenen Hause 7-schichtenfach veredelt. Ritz, Kratz, Säure, Stoß und Wärmefest. Trotz 4,6 Arbeitsstunden mehr pro Einheit mussten wir den alten Preis halten und die Lieferfristen laufen uns davon. Auch eine Ihrer Entscheidungen, Wichert. Dafür macht ihr aber mit dem Senator einen satten Gewinn. Sie haben manches Programm unterschätzt, Wichert. Jetzt bist du aber happy, was? Wenn du die Uhr
Papi mal außer der Reihe? Sei nicht frech, du. Bei Senator ist der Lack ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Bringst du mal rein? Das Senator-Programm war in gewisser Weise immer der Humus, auf dem unsere Blumen blühen konnten, nachdem Botticelli beerdigt wurde. Na, schön gesagt, Chef. Naja, so die Basis, auf der unsere Geschäfte aufgebaut waren. Jawohl. Tedes Küche hat fast gleich gezogen. Nur die Kosten sind gestiegen. Na, wie ist das? Ein Lichtblick in diesem Sumpf von schlechtem Geschmack. Hannelore, das ist eine Leberwurst. Ich darf keine Leberwurst essen. Ich lebe Diät. Seit wann lebst denn du freiwillig Diät? In Gütersloh leben fast alle Diät. Die ganze Kantine, nur Diät. Ich habe auch eine Reihe von Obsttagen hinter mir. Ich mag Leberwurst. Tja, was wollen wir denn nur machen, Herr Tenstag? Tja, ich habe die Folgen Ihrer Entscheidung auch nicht vorausgesehen, lieber Herr Wichert. Sonst hätte ich mich mit Ihnen ins Einvernehmen gesetzt. Also, auf alle Fälle müssen wir die Oberflächenbearbeitung des Senator-Programms wieder in eigener Regie durchführen. Dieser Betrieb hat wegen unseres Programms 12 Leute eingestellt. Wenn wir den Auftrag jetzt kündigen, dann könnte man der Möbelunion den Vorwurf machen, dass sie ihre Marktposition mittleren Betrieben gegenüber ausnutzt. Ja, aber was nutzt das, wenn die schlechte Oberflächenbearbeitung abliefern? Die Leute werden quadratmeterweise bezahlt und das ziemlich schlecht. Wie schlecht? Schlecht. Im gewissen Sinne haben wir die Marktposition ausgenutzt. Ihr traut euch was, wenn ich nicht da bin. Regen Sie sich nicht auf. Naja, also nehmen Sie es mir nicht krumm, aber mir hat es ziemlich gut getan. Sind Sie morgen noch im Lande? Wo? Zum Lunch? Na, wissen Sie was? Treffen wir uns lieber gleich auf Ihrem Golfplatz. Ich brauche frische Luft. März 1957. Was sagst du? Genau. Hotelpension zur Post. Okay. Zur Krone. Ja, richtig. Kommst du denn jetzt drum? Oh. War das schön romantisch. Aber Schnupp, heute sind wir immer noch schön, immer noch romantisch, nur ein bisschen älter. Hm. Und ein bisschen kälter. Nur deine Füße. Käthe? Das ist ja ein Ding. Kommt die immer noch so spät? Das ist noch gar nichts. Deine Mutter schwebt ja als leibhaftiges Geheimnis durchs Haus. Tag und Nacht. Aber du hast doch alles unter Kontrolle. Nö. Ob ich mal morgen mit dir rede? Dann musst du aber früh aufstehen, du. Bonjour. Oh, merci, merci. Oh, ah, merci, bonjour, bonjour. Beaucoup plaisir. Oh, merci. Merci. Oh, monsieur. Merci bien, de la part de la classe des autres. Merci, monsieur, merci. Oh là là. Sag Mutter. Bonjour, Ewart, mon fils. Comment allez-vous? Ich meine, also wenn ich heute Morgen nicht seinen Wagen vor der Tür gesehen hätte, wüsste ich gar nicht, dass er in Berlin ist. So habe ich den ganzen Tag zu tun. Dann schreibe ich auch noch die Einladungskarten für unsere nächste Ausstellung. Und um 3 Uhr öffnen wir dann unser Tor. Bitte? Das sagen die meisten, wenn sie zum ersten Mal mit diesen Objekten konfrontiert werden. Aber Eberhard, auch du wirst sehr bald die innere geistige Spannung dieser Unikate spüren. Moment. Da muss ich den ganzen Ausstellungskatalog auswendig gelernt haben. Es gibt Formen, die entwickeln sich historisch weiter. Bitte? Ja, ich sehe, das ist eine... Das ist eine Schale. Ja, eine Schale... Für neu zu züchtende Blumen, hm?
Eine Bananenschale. Was? Ich meine natürlich eine Schale für Bananen. Was? Mutter, würdest du gerne mal nach Mallorca? Mallorca? Ach, ist doch was für alte Leute. So? Na, wir wollen dahin. Nur bitte, bitte, flieg nur. Wir wollen uns unter Umständen dieses Apartment dort kaufen. Ein Anwesen auf Mallorca? Das ist natürlich etwas anderes. Ja, aber nur, das ist aber ziemlich primitiv, Ewart. Gibt es da nicht etwas... Größeres. Doch, doch, Mutter, es gibt Größeres. Nur wir sind die Alten geblieben. Eberhard und ich. Wo ist denn jetzt Ihr Ball? Ja. Ja, wie wollen Sie den wiederfinden? Zum Golf gehörte immer ein gewisser Optimismus, lieber Wichert. Sie sollten es versuchen. Sie sollten es versuchen. Ich spiele lieber Schach. Da liegt Ihr Ball. Danke. Ah, na, das ist nicht mein Ball. Wieso? Wir Golfer nummerieren unsere Bälle. Dieser Ball gehört unserem gemeinsamen Freund Kneisel. Danke. Bis gleich. Ich habe Ihren Ball gefunden. Gut. Wunderschönen guten Tag, Richard. Heller freut sich, Sie zu sehen. Hat Sie auch das Golffieber gepackt? Nee, ich spiele lieber Tischtennis, Herr Kneisel. Na ja, Gütersloh. Mit unserem Vorstandsvorsitzenden. Jeden Mittwochabend in seinem Keller. Na, sieh an. Herr Wichert, wir sind hier gewissermaßen unter uns. Gewissermaßen? Ihr Sohn Rüdiger hat ein gewisses Händchen. Glückwunsch. Sein Engagement in den kanadischen Investments, also clever. Sehr, sehr clever. Sie wissen gar nicht. Was? Rüdiger hat seinen Überbrückungskredit immer pünktlich zurückgezahlt. Machen Sie sich da keine Sorgen. Mach ich mir aber. Ich wollte Ihnen vorschlagen, mit ins Geschäft einzusteigen. Sie sind, wenn ich so sagen darf, flüssig. Nur Geld verdient Geld. Den Satz habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Also, heute kurz vor Bankschluss in meinem Büro, ganz unverbindlich. Na, ganz unverbindlich, Herr Kneisel. Wie hoch sind denn die Verbindlichkeiten meines Rüdiger bei Ihnen? Nicht der Rede wert und er verdient ja. Wirklich? Ordentlich. Und Sie auch. In gewisser Weise, Herr Tenstack, sind Sie doch auch mein Freund. Das kann man doch so sagen. Wir waren immer eine gute Seilschaft, Herr Wichert. Dass Sie mich jetzt Freund nennen, empfinde ich als Auszeichnung. Ein Drink? Ja, gerne. Irischen Whisky? Norddeutsche Schnaps. Rüdiger spekuliert. Bravo. Auf Kredit. Das bedeutet, dass er kreditwürdig ist. Er? Er hat für sein Alter ein überdurchschnittliches Einkommen, hat eine sehr vermögende Familie angeheiratet. Die Strelanaus haben Schweres an den Füßen, das können Sie mir glauben. Er hat doch keine Ahnung von diesen Dingen, danke. Aber Kneisel hat. Ja, ja, der will auch an mein Geld. Richtig, Sie haben ja auch was. Herr Tenstack, ich habe kein Geld, ich verdiene nur ganz gut. Ach, mal nicht so bescheiden. Ihre Bezüge liegen deutlich über meinen, zum Beispiel. Ich an Ihrer Stelle. Was? Ein Chalet auf Mallorca ist nicht das Übelste. Wenn überhaupt, dann nur ein Apartment. Mehr brauche ich nämlich nicht. Das wird sich ändern, Herr Wichert. Herr Kurtnick, holen Sie den Rest aus dem Auto. Wozu bezahle ich Sie eigentlich? Bitte, bitte, mache ich ja. Ja, aber warum muss man immer alles erst sagen? Weil ich so gern höre. Warum habe ich bloß zwei linke Hände? Hast du nicht. Du wartest nur auf meine Mutter. Und woher willst du das wissen? Weil es logisch ist. Ist es nicht. Aua. Gib mir mal eine Jimmy an. Thymian und Sabine, was ist da bloß dran? Lass ihn mal frisch. Aber Sabine, was? Ja.
Warum musst du alles durcheinander bringen? Hm? Was haben Sabine, der Thymian und deine Stickerei miteinander zu tun? Entschuldigung. Ach, Bex. Wo ist denn Mutter? Wo schon? Arbeit. Sag mal, die schmecken so streng nach Thymian. Perfekt. Diese Buletten sind perfekt, Papi. Hm. Aber Herr Wiechert, Andi ist doch immer perfekt. 100%! Danke, Meisel. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Garten ist in diesem Jahr ja sensationell. Ja, man tut, was man kann. Ich würde bei Ihnen ja auch gerne. Ja, das wäre sehr nett. Meine Frau hat doch so wenig Zeit. Und am Wochenende sind Sie auch immer total erschossen, nicht? Bin ich. Wie man so sagt. Wenn Sie nichts dagegen haben, da übernehme ich gern die Pflege Ihres Gartens. Ich werde mal mit meiner Frau drüber reden. Die neue Harmonie, die soll ja eine richtige Goldgrube sein, hört man. Was ist denn los? Klarer, heller, freudiger, ich möchte sagen, durchsichtiger, so. Ich verstehe gar nicht, warum Conny mit dieser wunderbaren Stimme früher nackig getanzt hat. Aber mit vielen Schleiern. Ich möchte nicht wissen, was das für Schleier waren. Nicht quatschen. Da capo. Halleluja, halleluja, halleluja. Hübsch. Sehr hübsch, ne? Antiquiert, liebe Käthe. Nichts gegen Traditionspflege, aber wir müssen neue Pfade beschreiten. So, lass uns doch noch einen rüberschreiben. Dann können wir doch noch mal. Wir müssen mal 4 Korn. Ist auch schon wieder. Wenn du mitsingst, dann klingen wir doppelt so gut. 4 Korn für die Bässe. Leg. Herr Direktor? Ich würde gerne mal mit meiner Frau sprechen. Bitte, tun sich keinen Zwang an. Ich will damit sagen, dass Sie jetzt hier den Service übernehmen. Ja, schon überredet. Deine Stimme hat sich aber in Gütersloh erholt. Du hast Solo-Qualitäten. Ja, ist ja auch kein Wunder. In Gütersloh bin ich auch immer Solo. Heimweh? Schade. Wir haben uns alle für dich gefreut. Da fehlen noch 6 Pilz, 4 Korn und 2 Weinbraten. Hannelore, du hast heute Abend frei. Schürze ab und raus, raus, raus. Conny, das geht doch nicht. Doch, das geht. Frische Luft. Herrlich. Riecht nach Regen. Ach, was? Bitte. Auf Mallorca regnet das ganz selten. Ich habe uns heute für den Besichtigungsflug angemeldet. Dazu hattest du noch Zeit? Soll es ein Vorwurf sein? Ein bisschen. Oh, was ist das denn?
Herr Meisel! Morgen, Herr Wiesert! Was macht denn Meisel in meinem Garten? Ordnung. Früh um fünf? Früher Vogel, fängt den Wurm. Ach, ja. Er wird sich jetzt um unseren Garten kümmern. Ich habe ihn darum gebeten. Sag mal, bist du krank? Du bittest Meisel um irgendwas? Eine liebe Frage. Hast du Kuttlik gebeten, dich in der Harmonie zu vertreten? Also, Kuttlik ist an und für sich gutwillig. Und außerdem ist ja Conny auch noch da. Ob das reicht? Heinz, du bist doch der klassische Gastwirt-Typ. Schon rein optisch. Aber ich kann Oliver nicht mit in die Gaststätte nehmen. Abends zwischen 9 und 1 pennt dein Oliver längst. Oliver merkt, wenn ich nicht da bin. Aber deine Frau ist doch da. Oliver hat sich an uns beide gewöhnt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du jeden Abend zu Hause hockst. Doch, das mag Oliver. Mensch, du bist immer noch doof. Obwohl du ein sehr guter Nachfolger von mir bist. Danke. Wenn ich meine Frau mitnehmen könnte, dann könnten wir Oliver in die Küche stellen. Das stimmt. Oliver mag Pommes frites. Macht, was ihr wollt, aber lasst mich nicht im Stich. Ich war auch schon mal auf Mallorca. Das ging doch sicher nur, als dein Oliver noch nicht da war. Genau. Aber bevor Sie runterfliegen, kümmern Sie sich noch um die Sache mit der Poliererei? Versprochen. Euch vor eurer Abreise besprechen möchte. Ich habe mir das mit Andi 100-mal durch den Kopf gehen lassen. Sonnencreme kaufen wir auf Mallorca. Diese ist fast alle. Wer weiß, ob die noch was taugt. Morgen, Mutter. Morgen, mein Junge. Die Homöopathie ist für Andi genau das Richtige. Da kann er messen und dosieren wie in der Küche und braucht sich nicht mit so blutigen Dingen auseinanderzusetzen. Dr. Gürtler hat sich sein Leben lang homöopathisch fit gehalten. Den würden wir gern mal näher kennenlernen, wenn wir von Mallorca zurück sind, Mutter. Na ja, habt ihr doch keine Zeit dafür. Also was ist nun? Soll ich mit Andi über die Homöopathie reden? Ja, mach das, Mutter. Sag mal, hast du die Pässe und die Flugtickets eingesteckt? Nein, Gürtler. Ja, aber warum finde ich sie denn nicht halt mal? Guck doch mal nach, vielleicht hast du sie doch eingesteckt. Sicher nicht. Also in dieses Fach habe ich sie noch nie getan. Das ist echt Blödes. Das sind ja auch die Tickets. Na bitte. Also, tschüss, Mutter. Ja? Pass gut auf alles auf. Oh, und du auch. Du, ich habe meine Schlüssel Meisel gegeben, damit er, während du mit deinem Bus unterwegs ist, hier ein bisschen nach dem Rechten schaut. Ja? Andi und ich, wir beide brauchen kein Kindermädchen. Nein, aber der Garten. Ach, tschüss. Ja, für die Gartenarbeiten werde ich Herrn Meisel nicht ablehnen. Ich könnte ja erst mal so richtig die Küchenschränke aufräumen. Das fehlte noch. Was ist das denn? Warte mal einen Moment. Wo bist du denn hin? Ich muss doch was nachsehen. Sind wohl verrückt geworden. Die können nicht einfach 35% Rabatt geben. Der totale Eberhard, Klopp. Ja, was komm, ist? Das Flugzeug wartet nicht. Nein, Schnuppe. Die Union hat den Händlern ausdrücklich Discountpreise verwehrt. Wir haben feste Preisabsprachen mit unseren Kunden seit über 18 Jahren. Vielleicht ist es ein auslaufendes Modell. Ist es nicht? Ich kenne doch unsere Modelle. Aber der Kunde freut sich, wenn er eure Sachen mal ein bisschen billiger bekommt. Hannelore, wir sind Markenfabrikanten und nicht irgendein Ramschbetrieb. Da kommt eine Lawine auf uns zu. Die Händler werden uns in Gütersloh die Bude einrennen. Warte es mal. Wir sind nur 3 Tage weg.
Und in diesen 3 Tagen wird die Möbelunion nicht bankrott machen, nur weil du nicht da bist. Schnuppe, wenn du deine Buletten plötzlich statt für 2,20 Mark für 1,30 verkaufen würdest, dann würden deine Kunden darauf denken, die müssen schlechter geworden sein. Für 1,30 kann ich die nicht verkaufen, dann müssten sie schlechter werden. Na ja, eben. Wiedersehen. Dankeschön. Zu warm. Schatz, abschalten. Von wegen Telefondurchwahl. Nichts funktioniert. Bei der Möbelunion funktioniert sicherlich alles. Der Vorstandsvorsitzende wollte ja, dass ich hier runterfliege. Der hat mich geradezu aus dem Büro rausgeprügelt. Ein kluger Mann. Schnuppe, den solltest du mal hören, wenn der was von den Discountpreisen erfährt. Sag mir mal eins, wer ist eigentlich für diese Modellreihe und den Discountpreis verantwortlich? Na, wer schon? Tenstag. Was? Ja. Ja, Mutter, wie immer pünktlich um 6. Natürlich kannst du den Notar einladen. Wir besprechen dann alles. Aber nicht über 7,5%. Ich hörte, die Lage an dieser Gruppe ist zurzeit unübersichtlich. Höchstens 7,5%. Ja, etwas Leichtes. Frikassee vielleicht. Herr Wiechert, Spanien, Mallorca. Danke. Mutter, ich muss Schluss machen. Ja. Nein, um Gottes Willen, kein Curry. Wustersoße. Ja. Ja, danke. Tenstag. Oh. Hm. Wo? Was? 35%? Um Gottes Willen. Ah, scheint bei Ihnen wenigstens die Sonne. Oh, Pardon, bei Ihnen ist ja auch Abend. Na, hier ist Becker. Das weiß ich erst in Berlin. Entschuldigung. Guten Abend, mein Name ist Dörfler. Bitte nehmen Sie Platz, bitte. Ich möchte Ihnen gerne mein Angebot unterbreiten. Ich sehe es Ihnen schon. Mallorca ist das Richtige für Sie. Das sehe ich. Wie schön. Ja, wie schön. Ja. Bevor ich den anderen Herrschaften unser Angebot unterbreite, so möchte ich Ihnen gewissermaßen vorab, Sie verstehen, ja, ich verstehe. Liebe Familie, Wichert. Sie sind sozusagen unser dickster Fisch an der Angel. Die dicksten Fische sind clever, die beißen nicht so schnell. Sonst wären sie nicht so dick geworden. Ja, da haben Sie recht. Also unser Eckappartement, hier ein Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, ein Bad und ein großer Balkon. Ja, Moment, wo ist die Küche? Die Küche ist im Wohnzimmer integriert, wie das Klo ins Bad. Und 12 Stunden Sonne garantiert. Ja, zuerst kommt, fängt die meiste Sonne ab. Senior. Und wann kann man das sehen? In einem halben Jahr. Zum Richtfest. Nicht zum Richtfest, sondern unser Muster, Anlage, die absolut identisch ist, die sehen Sie morgen früh. Bitte treten Sie um mich herum, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, sehen Sie sich unsere Apartments nicht nur von außen, sondern auch von innen genau an. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur eines sagen, halb Düsseldorf hat sich hier eingekauft. Der erste Airbus aus dem Rheinland. So schnell konnte ich die Verträge gar nicht ausfertigen. Bitte schön. Treten Sie nach innen und sehen Sie sich alles bitte genau an. Ganz ungeniert. Bitte.
mal, da kann man reingucken. Schnuppe. Ich kann den Kerl nicht leiden. Aber das sieht doch ganz hübsch aus. Werden die anderen denn auch so? Ich danke Ihnen für diese Frage, Senor. Meine Damen und Herren, die Erweiterungsanlage, bitte sehen Sie her, die Erweiterungsanlage wird absolut identisch mit diesem Wohnpark gestaltet. Bitte, in einigen Details sogar besser. Und der neue Baugrund geht vollständig in unser Ankündigung. Nein, liebe Knecht, das hier ist kein Stück Baugrund, das ist ein Stück Diamant an Mallorcas Küste. Da muss nur noch geschliffen werden. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie den Erweiterungsbau in seiner Entstehung. Tja, und wo bitte schön ist das Meer? Dort. Hier wird der neue Wohnpark, in den Sie dann einziehen werden. Du Schatz, wenn wir uns noch heute mit einer Preisgleitklausel binden, dann sparen wir 35%. Und wenn wir uns das noch 14 Tage überlegen, dann wird's teurer. Schnuppe, du weißt, wie ich deinem Instinkt vertraue. Also was meinst du? Schatz, ich weiß, dass man über Preisnachlässe zurzeit schlecht mit dir reden kann, aber andererseits, schau mal, wir sind doch hier nicht in einem Möbelgeschäft in Berlin. Hm? Na, du verstehst, was ich meine. Also, ja. Ist was? Nein, die machen gleich Pause. Ich find's doof hier. Warum gehen wir nicht ins B17? Nein. Nur weil Gabi mit Stefan da herumhängen könnte. Quatsch. Ewig spießig. Guten Abend. Noch zwei Bier. Ich habe den ganzen Abend versucht, Sie zu erreichen. Jetzt haben Sie mich erreicht. Ihr Oliver hat mir mit keinem Wort mitgeteilt, wo Sie sind. Oliver? Morgen, kurz nach 11, landet unser verehrter Herr Wiecher in Tegel. Ich weiß. Er wird uns sofort heimsuchen. Stimmt. Wir müssen ihn irgendwie beruhigen. Das geht nicht. Wenn dieser blöde Laden unsere Baureihe verramscht, dann dürfen wir sie in Zukunft nicht mehr beliefern. Oder? Aber ich selber habe dieser Möbelfirma Seifer den Discount eingeräumt. Lagerräumen. Oh, weh. Guten Abend. Ölpapier sollte man mindestens jedes Jahr zweimal auslegen. Damit man keine Schaben in der Küche hat. Ich hatte in meiner Küche noch nie eine einzige Schabe. Interessiert doch keinen, was Sie in der Küche haben, Herr Meisel. Ich möchte gerne zu Bett gehen. Ja, aber bitte, ich habe doch die Schlüssel. Gute Nacht. Sieh mal an, Andi. Die Homöopathie ist nicht so gefährlich und wissenschaftlich genauso anerkannt wie die Chirurgie. Warum soll ich mit knapp 18 Jahren immer dieselbe Freundin haben? Im Wechsel liegt die Würze. Bei der Homöopathie kommt es ausschließlich auf die Verdünnung an. Schon ein Tröpfchen Fenchelsaft auf 1000 Liter Wasser können... Entschuldige, was hast du ihm gesagt? Dass Treue für einen Mann ja nicht das Einzige ist. Sehr richtig. Deine Eltern haben sich auch viel zu früh kennengelernt. Also Oma, gute Nacht. Ja. Schlaf schön. Gute Nacht, Junge. Gute Nacht und träum nicht zu aufregend. Ihr Enkel hat auch eine neue Freundin. Was? Ach, deswegen war der Junge so merkwürdig. Dabei war diese kleine Gabi aus so gutem Haus. Und gerade Ärzte sollten bei der Wahl ihrer Frauen sehr vorsichtig sein. Genau. Mhm.
Frau Michel, ich muss Ihnen Eberhard leider zur Pfaff entführen. Der Vorstand. Entschuldigung, ich besorge ein Taxi. Morgen, Herr Tenzak. Guten Morgen. Tag, lieber Herr Wichert. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe mir erlaubt, Herrn Wichert vom Flughafen. Sehr aufmerksam. Wissen Sie, warum ich hier bin? Ich denke, ja. Geh aus der Schusslinie. Ich muss mal in die Poliererei. Ja, einer von uns beiden ist hier überflüssig. Ich bin auch deswegen hier. Das ist mein Job. Herr Wichert, ich habe mich maßlos aufgeregt. Ich auch. Ich habe mich sofort von Gütersloh auf den Weg gemacht. Ich von Mallorca. Ach, müssen Sie immer das letzte Wort haben? Das können Sie gerne haben, aber ich habe recht. Wieso? Weil das mein Job ist. Die Preisbindung unseres Konzerns war unsere heilige Kuh. Die auch niemand schlachten darf, da bin ich völlig Ihrer Meinung. Und wie konnte das passieren? Hier in meinem Aktenkoffer habe ich die ganzen Telexe, die uns in den letzten 3 Tagen von den Händlern erreichten. Mein Aktenkoffer ist sehr schwer. Gut, Richard. Da es sich um Ihren Aufgabenbereich handelt, wie Sie sagten, muss ich unterstellen, dass Sie von den skandalösen Vorgängen in dieser Zweigstelle wussten. Wenn man Ihnen ein Haus mit 35% Skonto anbietet, würden Sie das nehmen? Na, ich müsste ja dumm sein, wenn ich es nicht nehme. Ja, na eben. Wenn man Ihnen ein erstklassiges Möbelprogramm, eine eingeführte Marke, ein Spitzenmodell einmalig, mit 35% Skonto anbietet, würden Sie das auch nehmen? Sie vermischen Äpfel mit Birnen. Ich habe nie das getan, was diese Piefkes in Gütersloh von mir erwartet haben. Das stimmt. Lieber Herr Wichert, das ist ungeheuer freundlich. Dienstag, Sie sind jetzt ganz still. Ja, aber gerne. Eberhard, ich kenne Sie. Sie haben sich genauso aufgeregt wie ich. Es ist nicht Ihre Art, aus Schwarz-Weiß zu machen. Warum geben Sie nicht zu, dass ja eine unerhörte Sauerei passiert ist, die den Bestand unseres Konzerns aufs Erheblichste gefährdet? Ich bin natürlich bereit, die Konsequenzen zu ziehen. Ich habe da eine Idee. Ja? Na, endlich. Oberflächenmängel? Kleine Fehler? Ausschussware? Genial. Herr Wichert, Sie sind genial. Danke. Herr Tenzak, auf diese Art und Weise räumen wir die gesamten Lager aus. Kleine Fehler. Genial. Naja, auf diese Art und Weise kriegen unsere Kunden eine erstklassige Ware, die wir aber selber mies machen. Aber die Preisbindung haben wir eingehalten. Marktwirtschaft, ich habe doch euer Klug kalkuliert. Nun sei doch ein bisschen stolz auf dich. Bin ich nicht. Wie bist denn auf die verrückte Idee gekommen? Ach, lässig. Tenzak glaubt, ich hätte ihm das Leben gerettet. Das tust du doch schon seit Jahren. Ach, Blödsinn. Der verwechselt nur seine Karriere mit seinem Leben. Das ist doch widerlich. Aber du hast die Karriere gemacht. Ach, auch widerlich. Ja, komm. Du, ich möchte auch ein bisschen stolz auf dich sein. Rutsch mal ein bisschen rüber. Wenn ich morgen nicht aufwache, dann weck mich bitte um 5.30 Uhr. Gütersloh. Wir werden wach. Komm. Schnuppe. Unser ganzes Leben ist irgendwie durcheinander geraten. Selbst Andi hat eine neue Freundin. Das ist in seinem Alter normal. Ich mochte Gabi. Abwarten. Deine Käthe hat auch ihren Doktor Gürtler. Wer weiß, vielleicht kriegst du einen neuen Stiefvater. Abwarten. Freust du dich auch schon so auf Mallorca? Du, jetzt sag jetzt nicht wieder abwarten, ja? Mallorca wird schön. Aber dieser Umweg über Gütersloh.
denn die Verbindlichkeiten meines Rüdiger bei Ihnen? Nicht der Rede wert und er verdient ja. Wirklich? Ordentlich. Und Sie auch. In gewisser Weise, Herr Tenstack, sind Sie doch auch mein Freund. Das kann man doch so sagen. Wir waren immer eine gute Seilschaft, Herr Wichert. Dass Sie mich jetzt Freund nennen, empfinde ich als Auszeichnung. Ein Drink? Ja, gerne. Irischen Whisky? Norddeutsche Schnaps. Rüdiger spekuliert. Bravo. Auf Kredit? Das bedeutet, dass er kreditwürdig ist. Er? Er hat für sein Alter ein überdurchschnittliches Einkommen, hat eine sehr vermögende Familie angeheiratet. Die Strelanaus haben Schweres an den Füßen, das können Sie mir glauben. Der hat doch keine Ahnung von diesen Dingen, danke. Aber Kneißl hat. Ja, ja, der will auch an mein Geld. Richtig, Sie haben ja auch was. Herr Tenstack, ich habe kein Geld, ich verdiene nur ganz gut. Ach, mal nicht so bescheiden. Ihre Bezüge liegen deutlich über meinen, zum Beispiel. Ich an Ihrer Stelle. Was? Ein Chalet auf Mallorca ist nicht das Übelste. Wenn überhaupt, dann nur ein Apartment. Mehr brauche ich nämlich nicht. Das wird sich ändern, Herr Wichert. Herr Kurtlich, holen Sie den Rest aus dem Auto. Wozu bezahle ich Sie eigentlich? Bitte, bitte, mache ich ja. Ja, aber warum muss man immer alles erst sagen? Weil ich so gern höre. Weiber. Warum habe ich bloß zwei linke Hände? Hast du nicht. Du wartest nur auf meine Mutter. Und woher willst du das wissen? Weil es logisch ist. Ist es nicht. Aua. Gib mir mal eine Jimmy an. Thymian und Sabine, was ist da bloß dran? Das ist immer frisch. Aber Sabine, was? Ja. Warum musst du alles durcheinander bringen? Hm? Was haben Sabine, der Thymian und deine Stickerei miteinander zu tun? Entschuldigung. Ach, Bix. Wo ist denn Mutter? Wo schon? Arbeit. Sag mal. Die schmecken so streng nach Thymian. Perfekt. Diese Buletten sind perfekt, Papi. Aber Herr Wichert, Andi ist doch immer perfekt. 100%! Tag, Herr Meisel. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Garten ist in diesem Jahr ja sensationell. Ja, man tut, was man kann. Ich würde bei Ihnen ja auch gerne. Ja, das wäre sehr nett. Meine Frau hat doch so wenig Zeit. Und am Wochenende sind Sie auch immer total erschossen, nicht? Bin ich. Wie man so sagt. Wenn Sie nichts dagegen haben, da übernehme ich gern die Pflege Ihres Gartens. Ich werde mal mit meiner Frau drüber reden. Die neue Harmonie, die soll ja eine richtige Goldgrube sein, hört man. Halleluja, 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 Halleluja. Meine Herren Tenöre, was ist denn los? Klarer, heller, freudiger, ich möchte sagen, durchsichtiger, so. Ich verstehe gar nicht, warum Conny mit dieser wunderbaren Stimme früher nackig getanzt hat. Aber mit vielen Schleiern. Ich möchte nicht wissen, was das für Schleier waren. Nicht quatschen. Da capo. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.
Sehr hübsch, ne? Antiquiert, liebe Käthe. Nichts gegen Traditionspflege, aber wir müssen neue Pfade beschreiten. So, lass uns doch noch einen rüberschreiben. Denken wir doch noch mal. Nehmen wir uns mal vier Korn. Vier Korn. Wir saufen wieder. Wenn du mitsingst, dann klingen wir doppelt so gut. Vier Korn für die Bässe. Leg. Herr Direktor? Ich würde gerne mal mit meiner Frau sprechen. Bitte, tun sich keinen Zwang an. Ich will damit sagen, dass Sie jetzt hier den Service übernehmen. Ja, schon überredet. Deine Stimme hat sich aber in Gütersloh erholt. Das Solo-Qualitäten. Ja, ist ja auch kein Wunder. Tassilo, du böses Biest, kommst du endlich her? Tassilo. Mietz. Ja, komm ruhig rein. Ich bin schon lange wach. Guten Morgen. Morgen. Oh. Oh, das ist ja super. Andi, du bist mein bestes Stück. Ich muss dir schließlich den Mann ersetzen. Er fehlt mir schon wirklich sehr, du Gütersloh. Wie das schon klingt, ne? Noch zwei Tage. Dann komm dann, Schatz. Hm? Also. Schnuppe. Bestie, Charlie, Bestie. Was, sag mal, wie kommt denn Tassilo hierher? Tja, das frage ich dich. Mich? Mietz. Da ist er ja, mein kleiner Racker. Na, wo war er denn? Hinter meiner Gardine, Herr Meisel. Sie, Ihr Kater hat heute Nacht auf meinem Bett geschlafen. Hinter meiner Gardine, Mutter. Auf meinem Bett, Hannelore. Donnerwetter. Dieser Wüstling. Verzeihung, nee, Frau. Bitte sorgen Sie in Zukunft dafür, dass dieser Rumtreiber ausschließlich in Ihrem Bett schläft und Sie nicht in meinem breit macht. Ich verspreche es. Sag mal, wieso geht Oma eigentlich auch schon in aller Herbertsfrühe aus dem Haus? Hast du irgendeine Ahnung? Sie geht arbeiten. Moment, bleib mal stehen. Mami, ich bin spät dran. Wieso weißt du etwas, was ich nicht weiß? Oma hat ihr ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Also, ich meine, sie war nie berufstätig. Sie jobbt. Tja, aber was? Sie kann doch nicht. Doch, sie kann Französisch. Lach modern, Ehe, du. Design est très grand à Berlin, mais l'extravagance design seulement dans la galerie Dr. Gürtler. Oh là là, quelle surprise! Et madame et monsieur, vous trouvez le meilleur dîner au lunch à la brasserie de Harmonie. C'est ma recommandation privée. Allons, enfants, auf zur Harmonie. Mais oui, on n'est pas tout fou, trop serré. Je crois que ça ira, là. Wiedersehen.
Gott sei Dank. Ist das schön. Ich habe meine Füße überhaupt nicht gespürt. Wo ist denn mein Stock? Hast du meinen Stock gesehen? Ja, Conny, hier ist dein Stock. Oh, danke schön. Selbst die Koteletts und die Buletten von vorgestern sind weg. Na bitte, ein lohnendes Geschäft, oder? Wie gut, dass du mich angerufen hast. Na, allein hättest du das nicht geschafft. Dieser Gast hier hat für 24,60 Mark verzehrt. Hatte allerdings einen außergewöhnlichen Durst. Ah ja, das gute deutsche Bier. Warum mische ich mich auch in deine Angelegenheiten, Mutter? Ich weiß ganz genau, was du jetzt sagen willst, Tante Lore. Es kam alles so überraschend. Du warst nicht darauf vorbereitet. Du bist eben eine Frau, die nicht improvisieren kann. Ja, du, bei dir muss immer alles seine Ordnung haben. Auch bei deinem Herrn Bundeskanzler muss immer alles seine Ordnung haben, Mutter. Drei Bier, drei Buletten. Buletten sind aus. Drei Soleier. Soleier sind alle. Kotelett. Vielleicht saure Jorgen? Ja, die sind da. Also drei Bier, ja? Dicke Luft. Sonst ist die so nett. Familiäre Probleme. 47,90 für eine Tour. Und ich mache zwei Touren am Tag. Ach, wie schön. Dreimal in der Woche. So. Und dazu kommen dann noch die Trinkgelder. Natürlich. Ach, Hannelore, du bist ja nur so ungehalten, weil ich es hinter deinem Rücken gemacht habe. Aber Andi hat's gewusst. Aber Mutter, sonst sprechen wir immer über alles. Entschuldige, Hannelore, aber du bist doch kaum mehr zu Hause. Du schläfst doch viel zu wenig. Fühlst du dich denn überhaupt gut? Mir fehlt nichts. Mein Sohn fehlt dir. Ja, das ist wohl wahr, Mutter. Aber auch der Herr Bundeskanzler ist oft von seiner Frau getrennt. Oh, sollte doch ein Scherz sein. Warum muss dieser Mensch ausgerechnet werden? In Gütersloh bin ich auch immer solo. Heimweh? Schade. Wir haben uns alle für dich gefreut. Da fehlen noch 6 Pils, 4 Korn und 2 Weinbraten. Hannelore, du hast heute Abend frei. Schürze ab und raus, raus, raus. Conny, das geht doch nicht. Doch, das geht. Frische Luft, herrlich. Riecht nach Regen. Ach was. Bitte. Auf Mallorca regnet das ganz selten. Ich habe uns heute für den Besichtigungsflug angemeldet. Dazu hattest du noch Zeit? Soll es ein Vorwurf sein? Ein bisschen. Meisel in meinem Garten. Ordnung. Früh um 5? Früher Vogel fängt den Wurm. Er wird sich jetzt um unseren Garten kümmern. Ich habe ihn darum gebeten. Sag mal, bist du krank? Du bittest Meisel um irgendwas? Eine liebe Frage. Hast du Kuttlik gebeten, dich in der Harmonie zu vertreten? Also, Kuttlik ist an und für sich gutwillig. Und außerdem ist ja Conny auch noch da. Ob das reicht? Heinz, du bist doch der klassische Gastwirt-Typ. Schon rein optisch. Aber ich kann Oliver nicht mit in die Gaststätte nehmen. Abends zwischen 9 und 1 pennt dein Oliver längst. Oliver merkt, wenn ich nicht da bin. Aber deine Frau ist doch da. Oliver hat sich an uns beide gewöhnt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du jeden Abend zu Hause hockst. Doch, das mag Oliver. Mensch, du bist immer noch doof. Obwohl du ein sehr guter Nachfolger für mich bist. Danke.
Wenn ich meine Frau mitnehmen könnte, dann könnten wir Oliver in die Küche stellen. Das stimmt. Oliver mag Pommes frites. Na, was ihr wollt, aber lasst mich nicht im Stich. Ich war auch schon mal auf Mallorca. Das ging doch sicher nur, als dein Oliver noch nicht da war. Genau. Aber bevor Sie runterfliegen, kümmern Sie sich noch um die Sache mit der Poliererei? Versprochen. Was ich noch unbedingt mit euch vor eurer Abreise besprechen möchte, ich habe mir das mit Andi 100-mal durch den Kopf gehen lassen. Sonnencreme kaufen wir auf Mallorca, diese ist fast alle. Wer weiß, ob die noch was taugt. Morgen, Mutter. Morgen, mein Junge. Die Homöopathie ist für Andi genau das Richtige. Da kann er messen und dosieren wie in der Küche und braucht sich nicht mit so blutigen Dingen auseinanderzusetzen. Dr. Gürtler hat sich sein Leben lang homöopathisch fit gehalten. Den würden wir gern mal näher kennenlernen, wenn wir von Mallorca zurück sind, Mutter. Ja, habt ihr doch keine Zeit dafür. Also was ist nun? Soll ich mit Andi über die Homöopathie reden? Ja, mach das, Mutter. Sag mal, hast du die Pässe und die Flugtickets eingesteckt? Nein, Unschluck. Ja, aber warum finde ich sie denn nicht halt mal? Guck doch mal nach, vielleicht hast du sie doch eingesteckt. Sicher nicht. Also in dieses Fach habe ich sie noch nie getan. Das ist was Blödes. Ach, das sind ja auch die Tickets. Na bitte. Also, tschüss, Mutter. Pass gut auf alles auf. Oh, und du auch. Du, ich habe meine Schlüssel Meisel gegeben, damit er, während du mit deinem Bus unterwegs ist, hier ein bisschen nach dem Rechten schaut. Ja? Andi und ich, wir beide brauchen kein Kindermädchen. Nein, aber der Garten. Ach, tschüss. Also für die Gartenarbeiten werde ich Herrn Meisel nicht ablehnen. Ich könnte ja erst mal so richtig die Küchenschränke aufräumen. Das fehlte noch. Was ist das denn? Warte mal einen Moment. Wo willst du denn hin? Ich muss doch was nachsehen. Sie sind wohl verrückt geworden. Ich kann nicht einfach 35% Rabatt geben. Der totale Klopp. Ja, was ist? Nein, Schnuppe. Die Möbelunion hat den Händlern ausdrücklich Discountpreise verwehrt. Wir haben feste Preisabsprachen mit unseren Kunden. Seit über 18 Jahren. Haut euch was, wenn ich nicht da bin. Regen Sie sich nicht auf. Naja, also nehmen Sie es mir nicht krumm, aber mir hat es ziemlich gut getan. Sind Sie morgen noch im Lande? Wo? Zum Lunch? Na, wissen Sie was? Treffen wir uns lieber gleich auf Ihrem Golfplatz. Ich brauche frische Luft. März 1957. Was sagst du? Genau. Hotelpension zur Post. Okay. Zur Krone. Ja, richtig. Kommst du denn jetzt da drum? Oh. Mmh, war das schön romantisch. Aber Schnuppe, heute sind wir immer noch schön, immer noch romantisch, nur ein bisschen älter. Hm. Und ein bisschen kälter. Nur deine Füße. Käthe? Das ist ja ein Ding. Kommt die immer noch so spät? Das ist noch gar nichts. Deine Mutter schwebt ja als leibhaftiges Geheimnis durchs Haus. Tag und Nacht. Aber du hast doch alles unter Kontrolle. Nö. Ob ich mal morgen mit dir rede? Da musst du aber früh aufstehen, du. Bonjour.
Oh, merci, merci. Oh, ah, merci, bonjour, bonjour. Beaucoup plaisir. Oh, merci. Merci. Oh, monsieur. Merci bien, de la part de la classe des ours. Merci, monsieur, merci. Oh là là. Sag Mutter. Bonjour, Ewart, mon Fils. Comment allez-vous? Ich meine, also wenn ich heute Morgen nicht seinen Wagen vor der Tür gesehen hätte, wüsste ich gar nicht, dass er in Berlin ist. So habe ich den ganzen Tag zu tun. Dann schreibe ich auch noch die Einladungskarten für unsere nächste Ausstellung. Und um 3 Uhr öffnen wir dann unser Tor. Bitte? Das sagen die meisten, wenn sie zum ersten Mal mit diesen Objekten konfrontiert werden. Aber Eberhard, auch du wirst sehr bald die innere geistige Spannung dieser Unikate spüren. Moment. Da muss ich den ganzen Ausstellungskatalog ausfällig gelernt haben. Es gibt Formen, die entwickeln sich historisch weiter. Bitte? Ja, ja, ich sehe, das ist eine... Das ist eine Schale. Ja, eine Schale... Für neu zu züchtende Blumen, hä? Eine Bananenschale. Was? Ich meine natürlich eine Schale für Bananen. Was? Mutter, würdest du gerne mal nach Mallorca? Mallorca? Ach, ist doch was für alte Leute. So? Na, wir wollen dahin. Nur bitte, bitte, flieg nur. Wir wollen uns also unter Umständen dieses Apartment dort kaufen. Ein Anwesen auf Mallorca? Das ist natürlich etwas anderes. Ja, aber das ist aber ziemlich primitiv, Ewart. Gibt es da nicht etwas... Größeres. Doch, doch, Mutter, es gibt Größeres. Nur wir sind die Alten geblieben. Eberhard und ich. Wo ist denn jetzt Ihr Ball? Ach, ja. Ja, wie wollen Sie den wiederfinden? Zum Golf gehört immer ein gewisser Optimismus, lieber Wichert. Sie sollten es versuchen. Sie sollten es versuchen. Ich spiele lieber Schach. Ah. Da liegt Ihr Ball. Danke. Ah, na, das ist nicht mein Ball. Wieso? Wir Golfer nummerieren unsere Bälle. Dieser Ball gehört unserem gemeinsamen Freund Kneisel. Danke. Bis gleich. Ich habe Ihren Ball gefunden. Gut. Wunderschönen guten Tag, Richard. Heller freut sich, Sie zu sehen. Hat Sie auch das Golffieber gepackt? Nee, ich spiele lieber Tischtennis, Herr Kneisel. Na ja, Gütersloh. Mit unserem Vorstandsvorsitzenden. Jeden Mittwochabend in seinem Keller. Na, sieh an. Herr Richard, wir sind hier gewissermaßen unter uns. Gewissermaßen. Ihr Sohn Rüdiger hat ein gewisses Händchen. Glückwunsch. Sein Arrangement in den kanadischen Investments, also clever. Sehr, sehr clever. Sie wissen gar nicht. Was? Rüdiger hat seinen Überbrückungskredit immer pünktlich zurückgezahlt. Machen Sie sich da keine Sorgen. Mache ich mir aber. Ich wollte Ihnen vorschlagen, mit ins Geschäft einzusteigen. Sie sind, wenn ich so sagen darf, flüssig. Nur Geld verdient Geld. Den Satz habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Also, heute kurz vor Bankschluss in meinem Büro, ganz unverbindlich. Na, ganz unverbindlich, Herr Kneisel. Wie hoch... Ich will in Gütersloh deine Karriere machen. Herr Wiecher! Ach, Frau Wichert, ja. Ja, einen Augenblick, ich übergebe an Herrn Gemahl. Hallo, Schnuppe.
Was? Och, na ja, ganz gut. Ich glaube recht, meine ich, sei ein bisschen blass um die Nase. Ja, du, das wäre schön. Wie bitte? Ja, natürlich kann Mutter Französisch. Die hat mal nach dem Krieg in einem französischen Offizierscasino gearbeitet. Ja, da staunst du, was? Na, tschüss denn. Sagen Sie mal, waren Sie schon mal in Wannsee? Nein. Aber dafür kann ich LKW fahren. Bleiben Sie nur sitzen. Ist unser Wunderkind da? Herr Direktor Wichert fühlte sich nicht. Und da ist er nach Berlin gefahren, hm? Er ist krank. Aber er hat Ihnen dieses Memorandum hinterlassen. Seit Tagen schon fühlt sich Herr Direktor Wichert. Liebes Fräulein Glaubrecht, Herr Wichert ist effektiv für drei. Wo andere meterlange Memoranden schreiben, telefoniert er zwei Minuten. Mir ist er glücklich in Berlin lieber als miesepetrig hier. Danke, Herr Doktor. Sind wir schon so lange in Berlin? Ich bin erst zweimal mit dem Dampfer auf dem Wannsee gefahren. Schön, ne? Schön ist, dass du hier bist. Ich musste einfach kommen. Schön. Sag mal, wann legen wir denn an? Oh, erst in einer Stunde. Gib's doch zu, Schatz. Du willst noch zu deinem Heinz und zu Tänzer. Ach, na ja, weißt du, also nicht unbedingt, also heute nicht. Doch, 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 du fährst doch in deine alte Firma. Na schön. Ah, heute ganz besonders gute Stimmung, Herr Direkt. Herr Wichert. Eberhard? Hey! Das Dreckding? Ist die Poliererei die Montage? Schrott! Heinz? Hallo, Chef. Na? Ja, ich weiß schon, die Oberfläche vom Senatorprogramm. Was ist denn mit der Poliererei los? Sie sehen doch nichts. Und? Was machst du dagegen? Ich beschwere mich, ich schreie, ich tobe. Alles, was Sie wollen, Chef. So wie Sie früher. Im Stritzigen. Neuerdings polieren wir außer Haus, im Lohnauftrag. Was? Wer hat denn das angeordnet? Tänztag? Halt! Ich soll den Quatsch angeordnet haben? Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Dafür wird Käthes Küche aber nunmehr im eigenen Hause 7-schichtenfach veredelt. Ritz, Kratz, Säure, Stoß und Wärmefest. Trotz 4,6 Arbeitsstunden mehr pro Einheit mussten wir den alten Preis halten und die Lieferfristen laufen uns davon. Auch eine Ihrer Entscheidungen, Wichert. Dafür macht ihr aber mit dem Senator einen satten Gewinn. Sie haben manches Programm unterschätzt, Wichert. Jetzt bist du aber happy, was? Papi mal außer der Reihe? Sei nicht frech, du. Bei Senator ist der Lack ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Bringst du mal rein? Hm? Das Senator-Programm war in gewisser Weise immer der Humus, auf dem unsere Blumen blühen konnten, nachdem Botticelli beerdigt wurde. Na, schön gesagt, Chef. Naja, so die Basis, auf der unsere Geschäfte aufgebaut waren. Jawohl. Tedes Küche hat fast gleichgezogen. Nur die Kosten sind gestiegen. Ein Lichtblick in diesem Sumpf von schlechtem Geschmack. Hannelore, das ist eine Leberwurst. Ich darf keine Leberwurst essen. Ich lebe Diät. Seit wann lebst denn du freiwillig Diät? In Gütersloh leben fast alle Diät. Die ganze Kantine, nur Diät. Ich habe auch eine Reihe von Obsttagen hinter mir. Ich mag Leberwurst. Tja, was wollen wir denn nur machen, Herr Tänztag? Tja. Ich habe die Folgen Ihrer Entscheidung auch nicht vorausgesehen, lieber Herr Wichert. Sonst hätte ich mich mit Ihnen ins Einvernehmen gesetzt. Also, auf alle Fälle müssen wir die Oberflächenbearbeitung des Senatorprogramms wieder in eigener Regie durchführen. Dieser Betrieb hat wegen unseres Programms 12 Leute eingestellt. Wenn wir den Auftrag jetzt kündigen,
Dann könnte man der Möbelunion den Vorwurf machen, dass sie ihre Marktposition mittleren Betrieben gegenüber ausnutzt. Ja, aber was nutzt das, wenn die schlechte Oberflächenbearbeitung abliefern? Die Leute werden quadratmeterweise bezahlt und das ziemlich schlecht. Wie schlecht? Schlecht. Im gewissen Sinne haben wir die Marktposition ausgenutzt. Ja,